Trap Talk zum 9. Rennen, Advil Torrington Rennen 2021. Und ich glaube, wir unterstreichen, dass wir hier einen Jahrgang haben, der in der Breite wirklich sehr viel Qualität widerspiegelt. Und Qualität hat auch Rudi am Ablauf, und zwar mit T-Tox. Ungeschlagen, Rudi. Ist das ein besonderes Pferd? Ganz besonderes Pferd. Leute möchten immer Vergleiche haben. Und natürlich frage ich, wie ist der vergleichbar zu den Pferden, die du in den vergangenen Jahren aufs Derby vorbereitet hast? Natürlich Orlando, natürlich Rankun müssen wir erwähnen da. Wo würdest du T-Tox ansiedeln? Oder ist ein ganz anderer Typ? Ich sprich jetzt zwei andere Orlando Witches an, die waren aber ganz anders wie er. Er ist ein total einfaches Pferd. Ganz flink auf den Beinen, du kannst von 0 auf 100 sofort alles machen mit ihm. Das ist natürlich wichtig, war, dass du gleich eine prominente Rolle hast am Start. Ist auch die Startnummer 1 ist, denke ich mal, für ihn überhaupt kein Problem. Er ist ganz lässig, geht eigentlich da ran. Es kann immer irgendwas sein, das weiß man nicht, aber also ich bin über die Startnummer sehr happy und er ist verdammt schnell am Start. Und das wirst du wahrscheinlich auch ausnutzen beim Elberfeld, ne? Ah, natürlich werde ich es ausnutzen. Nicht auf Biegen und Brechen, aber der kann schon gut eintreten. Und alles andere werden wir sehen. Ich bin froh, dass ich jetzt diesmal so ein Rennen habe, wo auch mal richtig gefordert wird, weil die normalen Rennen in München, die bringen dich nicht großartig weiter. Da trittst du eigentlich auf der Stelle. Du weißt gar nicht, was du da machen sollst, dass das Pferd besser wird. Einmal beim zweiten Start habe ich ihn am Start mit der 1 ganz zurückgenommen, nur damit ich ihm ein Rennen hinter den Pferden geben kann, nur damit ich was probieren kann. Aber gut, nach einem Kilometer wurde es mir dann zu bunt und dann bin ich nach vorne gefahren. Aber das ist schon wichtig jetzt für so einen guten Dreijährigen, dass der jetzt auch mal ein scharfes Rennen bekommt. Obwohl der Plan war, glaube ich, ein anderer. Du wärst lieber in München gestartet bei der dreijährigen Offensive? Nein, war schon geplant. Mein Plan hier war Advil Torrington. Okay, also du gehst, wie gesagt, den Kampf nicht aus dem Weg. Days of Thunder hat genau die gleiche Siegesserie hingelegt wie deiner. Der wird auch kommen direkt am Start. Versuchst du das kampflos vorbeilassen, denke ich, macht der Rudi nicht. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Darfst nicht viel verraten. Wir müssen ein Rennen nicht vorher besprechen. Nee, das müssen wir auch nicht. Es sind erstens mal auch junge Pferde, da kann immer irgendwas sein, ein falscher Schritt oder keine Ahnung. Aber man muss ja jetzt nicht im Vornherein das Rennen besprechen, wie man das angeht. Oder jetzt fahren wir mal in das Auto und lassen sie los und dann gucken wir, wer der Sieger ist. Sich alles von selbst. Aber wir werden uns nicht totfahren, zwei Monate vor den Derby-Vorläufen. Also, das sollen andere machen. Das mache ich nicht. Toi, 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 Rudi. Danke.